Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue Sie sehr, Sie im Namen hier von PwC Deutschland als Gastgeber der Konferenz Ökonomie Neudenken begrüßen zu dürfen. Zusammen mit dem Stifterverband und dem Handelsblatt Research Institute haben wir Sie eingeladen, um über neue Ansätze der Ökonomie zu diskutieren. Angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Erschütterung der vergangenen Jahre müssen nicht nur die betroffenen Unternehmen sich selbst ihren Strategien und Geschäftspraktiken hinterhergehen, sie also zu hinterfragen, sondern auch die Wissenschaft, die diese Krise erklären und Lösungsansätze aufzeigen soll, muss sich neu orientieren. Und dabei steht natürlich die Ökonomie im Mittelpunkt. Keine andere Wissenschaft wurde in den vergangenen 5 Jahren von der Realität so erschüttert wie die Ökonomie. Wir haben im Rahmen der ersten Tagung vor einem Jahr erfahren, dass die Ökonomen eine große Bereitschaft zur Selbstkritik zeigen, was nach der Finanzkrise wahrlich nicht alle Finanz- und Wirtschaftsexperten von sich behaupten konnten. Das ist ein überaus positiver Aspekt, aber nur ein erster Schritt. Auf wirklich neue Erklärungsansätze, einen sichtbar intensiveren Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik und auf konkrete Veränderungen warten wir bisher. Und hierin liegt ein großes Risiko. Während sich die Wissenschaft zum Teil mit der Aufarbeitung der Krise beschäftigen muss, und dieses wird noch andauern, sicherlich wird eine vollständige Erklärung der Krise noch Jahre brauchen. Während dieses also auf Seiten der Wissenschaft passiert, müssen die Unternehmen und die Politik die Zukunft sehr konkret gestalten. Und einen Blick auf die Details werfe ich Ihnen nach der Mittagspause, wie hier die Denkrichtung aus Sicht der Wirtschaft und der Beteiligten aussieht. Einen Aspekt möchte ich aber schon jetzt ansprechen, nämlich Unternehmer beschäftigen sich sehr intensiv mit volkswirtschaftlichen Fragen, denen sie betrachten nicht nur ihr Unternehmen isoliert, sondern die Unternehmen wollen wissen, in welchem Gesamtkontext sie in der Zukunft arbeiten und letztlich ihr Geschäft weiter vorantreiben können. Wir haben einen sogenannten CEO-Survey durchgeführt, den wir jedes Jahr anlässlich der Eröffnung des World Economic Forums in Davos veröffentlichen. Und wir haben wie in den vergangenen 16 Jahren auch 1300 Top-Manager befragt. Und diese Ergebnisse werden wir heute Nachmittag noch mal kurz streifen. Aber eines ist schon mal vorweg ganz wichtig: die möglichen Reaktionen von Regierungen auf die eigenen hohen Haushaltsdefizite bereiten den Managern arges Kopfzerbrechen. In meinen Gesprächen auf dem Wirtschaftsforum in Davos im Januar konnte ich die Verunsicherung vieler Wirtschaftslenker regelrecht mit den Händen greifen. Nicht die Entwicklung des eigenen Unternehmens beunruhigt die Manager derzeit, sondern die künftige volkswirtschaftliche Entwicklung bereitet hier sehr große Sorgen. Als Beispiel seien hier die BRIC-Staaten genannt. Brasilien, Russland, Indien, China waren jahrelang Garanten für Wachstum. Doch wie die volkswirtschaftlichen Modelle, so leiden auch einige dieser Volkswirtschaften insgesamt unter den entsprechenden konjunkturellen, aber auch politischen Einflüssen. Allerdings, China kann sicherlich noch weiterhin stabile Wachstumswerte aufweisen. Andere Staaten dieses Clusters haben allerdings unterschiedliche Strukturprobleme und zum Teil drastische Zins- und Währungsschwankungen. In diesen Wirtschaftszonen erschweren eben die Planungen für die weltweit agierenden Großkonzerne derzeit. Eindeutige Antworten hat die Ökonomie bisher hierzu noch nicht liefern können. Umso wichtiger sind Diskussionsforen wie Ökonomie neu denken. Wissenschaft, Wirtschaft und Politik gehören gerade in diesen Zeiten an einen Tisch, nicht um sich gegenseitig die Absolution zu erteilen, sondern um den besten Weg in die Zukunft zu finden. Wir benötigen mehr Transparenz, mehr Einsichten, unterschiedliche Blickwinkel und am Ende wieder mehr Vertrauen aller Stakeholder in die Politik, in die Volkswirtschaft und auch in die Privatwirtschaft. Einen Beitrag zum Aufbau dieses Vertrauens möchten auch wir als Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen leisten. Wir sind eine große Organisation, wir erteilen Testate, wir werden beauftragt, um einen neuen neutralen Blick auf viele Themen zu werfen. Und diese Arbeit, diese Ergebnisse münden letztlich ein in Aussagen im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft im Allgemeinen, aber auch, und so fühlen wir uns in mancherlei Situationen, eben als Garanten für Kapitalmärkte im Besonderen.
Wir formulieren unsere gesellschaftliche Aufgabe unmissverständlich. Wir wollen Vertrauen schaffen und dazu beitragen, die wichtigen Probleme, die unsere Gesellschaft und die Wirtschaft auszeichnet, mitzulösen. Deshalb engagieren wir uns zum Beispiel bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung auch von Themen wie der Unternehmensberichterstattung, wie Integrated Reporting und beteiligen uns an anderen wichtigen gesellschaftlichen Debatten. Beide Punkte, Vertrauen schaffen und dazu beitragen, die Zukunftsprobleme zu lösen, stehen heute auf der Tagung dieser Konferenz. Ich wünsche uns allen, Ihnen allen eine spannende Diskussion, neue Einsichten. Ich freue mich, dass Sie hier sind und bin gespannt auf den weiteren Verlauf. Vielen Dank. Lieber Herr Winkeljohann, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zu dieser gemeinsamen Tagung der drei Veranstalter. Ich erinnere mich noch ziemlich gut an die erste gemeinsame Veranstaltung, Januar 2012, an die damalige Keynote. Das war Diane Coyle mit einer ebenso charmanten wie scharfen Abrechnung mit dem Selbstverständnis einer ganzen Disziplin. Ich zitiere, die Makroökonomie in ihrer jetzigen Form kann nicht überleben. Die Wirtschaftswissenschaften müssen sich in größerer Demut üben. Wir müssen neu darüber nachdenken, wie die Gesamtwirtschaft funktioniert. Das ist sozusagen das Credo seiner damaligen Keynote. Und tatsächlich, die Ereignisse auf den Finanzmärkten, die mit den traditionellen Makromodellen nicht erklärbar sind, haben etablierte Glaubensgrundsätze und jahrzehntelange dominierende ökonomische Modelle zerstört, die auf der Annahme im Wesentlichen beruhten, dass Menschen stets rational und eigennützig handeln. Sie waren ganz offensichtlich nicht mehr eine adäquate Beschreibung der wirtschaftlichen Realitäten. Die Ökonomie, man kann es fast so zugespitzt sagen, war an der Wirklichkeit gescheitert. Oder mit anderen Worten, der Homo economicus hatte ausgedient und mit ihm die Modelle der Makroökonomik, die um ihn hergerichtet worden waren. Tatsächlich muss man sich heute fragen, ob das Paradigma, dass Menschen stets rational und egoistisch handeln, dass sie ebenso wie Unternehmen Informationen effizient verarbeiten und dementsprechend ihre Erwartungen vollkommen rational bilden, nicht doch ein bisschen lebensfremd war. Oder um Kenneth Rogoff, einen weiteren Referenten der letzten Konferenz, zu zitieren, diese Modelle waren zwar elegant, aber gleichzeitig auch sehr, sehr nutzlos. In der Praxis ist es häufig so, dass eben wirtschaftliches Verhalten nicht nur durch Verstand, sondern auch durch Emotionen und vor allen Dingen gesellschaftliche Normen bestimmt wird. Und Menschen handeln nicht nur rational, das liegt halt an ihrer Natur. In der Realität gibt es den rein rational handelnden Menschen ebenso selten, wie es perfekte Märkte gibt. Andernfalls hätte die Weltwirtschaftsgeschichte nicht erst seit 2007 einen dramatisch anderen Verlauf genommen. Und tatsächlich ist dies ja auch den Wirtschaftswissenschaften nicht verborgen geblieben. John Maynard Keynes sprach von animalischen Instinkten. Forscher wie George Akerlof und Robert Schiller verfolgen heute den Ansatz der Animal Spirits, um die irrationalen Verhaltensweisen von Wirtschaftsakteuren, wie beispielsweise übermäßigen Optimismus oder das Phänomen des Herdentriebs, auch ein Börsenphänomen, zu beschreiben. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat viele etablierte Theorien und Modelle der Wirtschaftswissenschaften ins Wanken gebracht und andere in den Vordergrund gerückt, denen auch scharfe Kritiker wie beispielsweise Diane Coyle eine, ich zitiere, blendende Verfassung konstatieren, wie beispielsweise der Verhaltensökonomie, daneben aber auch empirische angewandte Wirtschaftsforschung, deren Möglichkeiten sich in den letzten Jahren vor allen Dingen durch eine gigantische Datenflut, die zur Verfügung steht, stärkere Rechnerleistungen und neuere, bessere empirische Methoden erheblich vergrößert haben. Ein neues, geschlossenes Paradigma ist daraus allerdings noch nicht entstanden. Aber brauchen wir eigentlich ein neues, geschlossenes Paradigma für die Betrachtung dieser Phänomene? Vor der Französischen Revolution hieß es, der König ist tot, es lebe der König. Das war eine geradezu sprichwörtliche Heroldsformel aus Frankreich. Und das neoklassizistische ökonomische Paradigma ist in der Tat tot, aber brauchen wir wirklich ein neues
Paradigma im Sinne von der König ist tot, es lebe der König. Und das war auch der Konsens auf der letzten Tagung. Allgemeine Erklärungsansätze für die Wirtschaft sind nicht mehr gefragt. Bedauert wurde das auf der anderen Seite aber kaum. Im Gegenteil, die neue Vielfalt der Forschungsansätze wurde einhellig als große Chance gesehen, die Zukunft und die Relevanz der Wirtschaftswissenschaften, wenn nicht wiederherzustellen, dann doch mindestens zu sichern. Die vergangenen 2 Jahre haben gezeigt, dass dies wohl die richtige Erkenntnis war. Ich bin gespannt darauf, was heute referiert wird und was sich daraus entwickelt hat. Meine Damen und Herren, der Stifterverband, einer der Mitveranstalter, ist, wenn man so will, selbst ein Kind der Krise, wie diese Tagung heute auch. 1920, also vor knapp 100 Jahren, wurde er als private Gemeinschaftsinitiative zur Förderung der Wissenschaft gegründet, weil die Wissenschaft damals nach dem verlorenen Weltkrieg und der sich schon langsam abzeichnenden Hyperinflation allein mit staatlichen Geldern, die zur Verfügung standen, nicht mehr funktionierte. Die Wirtschaft war gefragt, die Wissenschaft nach dem Ersten Weltkrieg wieder neu aufzubauen. Das hat sie dann in dieser Gemeinschaftsinitiative Stifterverband dann auch getan. Was Jahre später auf die Hyperinflation folgte, ist als die große Depression in die Weltgeschichte eingegangen. Das war nicht nur eine ökonomische und schließlich auch eine politische Katastrophe von bis dahin nicht gekannten Ausmaß, sondern auch eine Nagelprobe für die Wirtschaftswissenschaften. Denn mit den bis dahin vorherrschenden Theorien konnten die Wissenschaftler das Desaster weder erklären, noch waren sie in der Lage, Auswege aus der Katastrophe aufzuzeigen. Man neigt dazu, Parallelen zu der heutigen Situation zu ziehen. Mit aller Vorsicht. Der Stifterverband ist aber heute nicht nur ein Zusammenschluss von 3000 Unternehmen und Stiftungen zur Förderung von Wissenschaft und Bildung, sondern auch eine Plattform für den Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Und die heutige gemeinsame Veranstaltung ist ein Beispiel für diese Art der Tätigkeit. Ich freue mich deshalb sehr über die Zusammenarbeit mit so renommierten Partnern wie dem Haus PwC oder dem Handelsblatt Research. Als Deutschlands führende Wirtschaftszeitung hat das Handelsblatt immer ein Auge auf die nationale wie die internationale Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften genommen und ist nicht erst seit Beginn der Krise ein kritischer Beobachter des ökonomischen Denkens und Neudenkens. Und die PwC, Herr Winkeljohann hat es eben ausgeführt, beobachtet hautnah, in ganz engem Kontakt, das, was in den Unternehmen passiert und welche Reaktionen dort diskutiert werden. Deswegen ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Winkeljohann, dass wir heute wieder bei Ihnen Gast sein können. Dank natürlich auch an die Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die diese Tagung mit vorbereitet und ermöglicht haben. Schließlich ein Dank noch an die weiteren Unterstützer dieser Tagung. Ich will sie nicht alle nennen, aber vielleicht noch ganz kurz das Haus VW erwähnen, die sich maßgeblich an der Vorbereitung beteiligt haben. Und wir hören ja auch gleich einen Vortrag aus dem Haus VW. Sehr froh bin ich schließlich darüber, dass wir heute neben renommierten Forschern, Unternehmensvertretern, Beratern und Politikern auch wieder eine Reihe von Nachwuchswissenschaftlern dabei haben, auf deren Antworten wir, aber vor allen Dingen auch die Wirtschaft, so dringend angewiesen sind. Lassen Sie mich deswegen zum Schluss einen dieser jungen Forscher kurz zitieren, der bei der ersten Konferenz mit dabei war. Er hat nach dieser Konferenz folgendes Fazit gezogen. Ich zitiere, zwar ist lange kein neuer Konsens in Sicht, doch ist der Mainstream offen geworden für Ideen, die aus Randbereichen oder anderen Disziplinen kommen, die noch bis vor kurzem weitgehend ignoriert worden sind. Selbstkritik und Aufbruchstimmung scheinen die vorherrschenden Eindrücke der 2 Tage zu sein und die Möglichkeit, gerade für junge Wissenschaftler einen Unterschied zu machen und aktiv an einer realitätsnahen Neuausrichtung der VWL mitzuwirken. Ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Aus anderen Disziplinen kommt den Versuch zu unternehmen, einen Unterschied zu machen zu dem, was bisher da war. Das ist eine, glaube ich, gute, wie präzise und schöne Zusammenfassung und gleichzeitig auch eine programmatische Ansage für die Veranstaltung heute. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine spannende, kontroverse und vor allen Dingen lehrreiche Konferenz, denn die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, also das Verhältnis von Realwirtschaft und Finanzwirtschaft, unter anderem mit der Rolle der Banken, haben zwar naturgemäß viel mit Wissenschaft zu tun, aber eins sind diese Fragen ganz gewiss nicht rein akademisch. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und uns allen einen schönen Verlauf. Vielen Dank.
Tja, meine Damen und Herren, Herr Winkeljohann, Herr Schlüter. Nun, jede Tradition fängt mit der ersten Folgeveranstaltung an. Deswegen begrüße ich Sie ganz herzlich zur Traditionsveranstaltung Ökonomie neu denken. Wir haben gehört, die erste Veranstaltung war Anfang 2012 und da waren sich eigentlich alle Referenten und Teilnehmer einig, dass die etablierte Makroökonomie, namentlich die Finanzmarktökonomie, in der Finanzkrise der Jahre 2007 und 2008 so ihr Cannae oder ihr Waterloo für die Nichthumanisten erlebt hat. Herr Winkeljohann und Herr Schlüter haben darauf hingewiesen. Damals waren sich alle Konferenzteilnehmer einig, dass die Finanzmarktökonomie mit ihrer Annahme oder Theorie effizienter Kapitalmärkte und der Annahme, dass alle Marktteilnehmer immer alle verfügbaren Informationen rational verarbeiten, durch diese Krise, die man nicht vorhergesehen hat, zumindest erschüttert worden ist. Ja, man sah diese Annahmen als heroische Vereinfachung an und glaubte, in einer theoretischen Sackgasse zu stechen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an den Vortrag von Thomas Mayer, der gesagt hat, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir mal wieder einen Schritt zurücktreten würden zu den älteren Geldtheoretikern wie Wicksell oder Keynes, dann könnten wir vielleicht auch Fragen nach Insolvenzen und Illiquidität stellen und wir könnten dann wieder von Unsicherheit reden und nicht von Risiko. Ja, und das würde einen Fortschritt darstellen. Soweit Thomas Mayer, der auch heute ja wieder da ist. Heute, jetzt muss ich etwas Wasser in den Wein gießen, 2 Jahre später, kann ich mich, zumindest ich mich, des Eindrucks nicht erwehren, dass die der Unsicherheit und einem theoretischen Unbehagen geschuldete Aufbruchstimmung, die damals sehr deutlich erkennbar war, inzwischen wieder weitgehend verflogen ist. Wenn man mal einen Blick in die referierten Journals schaut und sich die makroökonomischen, die finanzmarktökonomischen Artikel ansieht, so kann man feststellen, dass in faktisch allen Artikeln immer noch die DSGE-Modelle, Dynamic Stochastic General Equilibrium-Modelle, die Basis sind. Und selbst die Zentralbanken, der IWF und die EU-Kommission arbeiten mit diesen Modellen, in denen es keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit gibt, kein Koordinationsversagen und in dem ein nahezu allwissendes, repräsentatives Wirtschaftssubjekt die genauen Wahrscheinlichkeiten aller Optionen kennt. Und das dynamische Element in diesen Modellen besteht letztlich nur in den Verzögerungen von Preisanpassungen von Gleichgewicht zu Gleichgewicht. Nun ja, ein weiterer Beleg dafür, dass nach wie vor diese Annahme doch relativ dominant ist, kann man auch in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den OMT, Outright Monetary Transaction Programm, nachlesen. Denn die Karlsruher Richter argumentierten, dass die EZB mit diesem Aufkaufprogramm von Staatsanleihen der Euroländer ihr geldpolitisches Mandat überschreite, da dieses Programm, ich darf zitieren, die unmittelbare Zielsetzung habe, Zinsaufschläge einzelner Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebietes zu neutralisieren. Zitat Ende. Damit unterstellen Sie aber, sonst wäre das Argument nicht so ganz tragend, dass die sich am Finanzmarkt gebildeten Renditedifferenzen die tatsächlichen fundamentalen, das heißt auf nüchternen Einschätzungen basierenden Risiko- und Qualitäts- und Liquiditätsunterschiede widerspiegeln. Die Möglichkeit, dass auch Spekulationen oder Angst vor einem unfreiwilligen Auseinanderbrechen der Währungsunion zu den Spannungen und Turbulenzen und dem Auseinanderlaufen der Risikoaufschläge auf dem Markt für Staatsanleihen geführt haben, wird eigentlich gar nicht ernsthaft diskutiert. Nämlich, wenn man zu einem Ergebnis gekommen wäre, dass auch Spekulationen, Angst und Unsicherheiten zu
Risikoaufschlägen führen würden, ja, dann wäre so ein Aufkaufprogramm nicht nur durch das Mandat gedeckt, dann wäre es nämlich Geldpolitik, sondern es wäre gegebenenfalls sogar zwingend erforderlich gewesen. Nun, diese Frage wurde nicht gestellt, deswegen glaube ich, die Aufbruchstimmung nach einem neuen Paradigma ist etwas verflogen. Ich erwarte nicht, dass wir auf unserer heutigen Veranstaltung den Durchbruch zu einem neuen Paradigma in der Finanzmarktökonomie schaffen werden. Das muss ja eigentlich angesichts der Folgeveranstaltung auch kein gravierender Mangel sein. Muss ja noch was zu tun haben. Ich persönlich würde mich allerdings freuen, wenn die Referate und Diskussionen zumindest etwas mehr Licht zu den aktuell diskutierten Fragen bringen könnte. Das sind ganz banale Fragen, aber mich würde schon mal interessieren, ob wir uns zwischenzeitlich einig sind, was denn die gesamtwirtschaftliche Bedeutung von Banken eigentlich ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir bei der Kontroverse zwischen Herrn Mayer und Herrn Hellwig mal zum Ergebnis kommen, wie funktioniert denn eigentlich Giralbankschöpfung? Kommen die Kredite aus den Sichteinlagen oder sind die Sichteinlagen die Folge der Kredite? Könnte man ja mal drüber reden. Und wie steht es denn eigentlich mit der Validität der so süffigen Thesen vom Saving Glut oder einer Stagnation der etablierten Industriestaaten? Also zu solchen Fragen, ganz banalen Fragen, würde ich mir hier schon einige Antworten wünschen. Ich hoffe, dass angesichts der tollen ersten Veranstaltung im Januar 2012 diese meine Erwartungen nicht allzu hoch sind. Und mir ist gesagt worden, darauf hinzuweisen, dass nicht mehr das Handelsblatt der dritte Veranstalter ist, sondern das Handelsblatt Research Institute. Das ist eine eigene Einheit, die im Anfang letzten Jahres gegründet ist und sehr zur Freude der Geschäftsführung und des Verlegers richtig schwarze Zahlen schreibt und sogar bei den Arbeitnehmervertretern sehr beliebt ist. Wir schaffen nämlich Arbeitsplätze. Das musste noch mal gesagt werden. Ich begrüße Sie herzlich und wünsche der Veranstaltung einen flotten Verlauf. Dankeschön.